Der Unbekannte, der in Willich in den letzten Jahren mehrfach Igel verbrannt hat, ist offenbar wieder aktiv. Spaziergänger hatten ein Tier mit schweren Brandverletzungen gefunden. Derzeit befindet sich der Igel in einem Tierschutzverein. Da der Täter bei diesem erneuten Fall noch nicht gefunden wurde, bittet die Kriminalpolizei, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 02162 377 und die 0 zu melden. Zur Woche der Wiederbelebung klärt die Mönchengladbacher Feuerwehr die Bewohner über lebensrettende Sofortmaßnahmen auf. Jeder kann von einem plötzlichen Herzstillstand betroffen sein. Deshalb ist es auch wichtig, anderen Menschen aus dem Umfeld im Notfall helfen zu können. Dazu zeigt die Feuerwehr, wie eine Herzdruckmassage richtig funktioniert. Die Mönchengladbacher können sich morgen am Reitermarktplatz von 10 bis 15 Uhr aufklären lassen. Im nächsten Jahr startet die 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Am 23. August hat die Castingtour schon in Bremen begonnen. Jetzt konnten die Mönchengladbacher ihr Gesangstalent am Alten Markt beweisen. Dabei konnten sie sich in Casting-Trucks, die mit einem eingebauten Studio ausgestattet sind, vor einer Jury unter Beweis stellen. Für das Casting sollten die Kandidaten 3 Songs vorbereiten.